Hi ihr Lieben, heute geht es um 5 Trendteile, die nicht zu unser Aussehen tun. Wenn man dagegen ein Modestatement machen will, dann sind diese Trends perfekt. Wer Mode liebt, dem ist es manchmal einfach egal, wie er in einem Teil aussieht. Aber für die meisten Frauen mit normalem Alltag sind andere Trends einfach tragbarer. Ich zeige euch auch gleich die Trends, die sich aus meiner Sicht mehr lohnen. Aber wie immer, das ist nur meine bescheidene Meinung, jede Frau soll immer tragen, wozu sie Lust hat. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare rein, wenn ihr einen dieser Trends, die ich heute kritisiere, feiert. Also Nummer 1, dicke Sandalen. Der Puffy-Trend, den es schon letztes Jahr bei den Handtaschen gab, hält weiter an oder auch schon das Jahr davor. Also diese kissenartigen Handtaschen, die sehr weich und kuschelig, ja, richtig gemütlich sind. So, letztes Jahr ist dieser Puffy-Trend dann auch schon langsam zu den Schuhen durchgesickert. Diese Schuhe von Bottega Veneta waren sehr angesagt. Die finde ich nach wie vor wunderschön. Dieses Jahr ziehen einige Labels nach mit diesem Puffy-Trend. Unter anderem Birkenstock, die dieses hübsche Exemplar rausgebracht haben. Und ich muss sagen, da finde ich die Interpretation des Puffy-Trends so ein bisschen, naja. Also diese dicken Schuhe, wenn jemand die trägt, dann sieht man doch nur Schuhe bei der Person und der Rest des Outfits geht unter oder die ganze Persönlichkeit geht unter aus meiner Sicht. Ja, es erinnert mich so ein bisschen an Samson aus der Sesamstraße. Der hatte doch auch immer diese dicken Schuhe, so bowlingartig aus Filz. War auch nie schön, oder? Ja, also ich mag lieber folgende Trends und zwar die gerafften Schuhe. Da gibt es diese Zehentrenner oder auch andere Formen mit Raffungen, die sind so ein bisschen filigraner am Fuß und fallen nicht so auf, sind aber trotzdem besonders. Was ich auch toll finde, ist der Trend der bunten Sandalen, vor allem die mit Zehensteg, weil dieser Zehensteg streckend wirkt und das Bein optisch verlängert. Wenn ihr schon länger meine Videos verfolgt, ihr wisst, dass ich im Sommer immer Schuhe empfehle, die von der Farbe her nicht so stark vom Bein abweichen, weil das Strecken wirkt. Oder ein Schuh mit Zehensteg und der kann dann gerade einen Kontrast zum Bein bilden, weil das so noch streckender wirkt. Und nicht nur Birkenstock hat diese Kissenschuhe rausgebracht, auch von anderen Marken gibt es ganz komische Interpretationen dieses Trends. Ja, mich erinnern diese Kissenschuhe immer so ein bisschen an Lauflernschuhe für Kleinkinder. Man ist damit sehr geerdet, perfekt, um seine ersten tapsigen Schritte zu machen und dabei nicht umzukippen. Nummer 2, das Zeltkleid. Ja, im Zuge des Oversize-Trends sieht man jetzt häufiger diese Art Vier-Mann-Zeltkleider, unter denen die gesamte Frau verschwindet. Also man sieht weder Brust noch Taille noch Hüften. Ja, also diese Kleider sind halt perfekt für ein Modestatement, aber halt nicht dafür gedacht, die Trägerin besser aussehen zu lassen. Im Grunde mag ich eigentlich das Entspannte und Lockere an diesen Kleidern und sie sind natürlich extrem angenehm bei heißem Wetter. Denn je mehr man von der Haut verdeckt, desto kühler bleibt man, ja, und man schützt seine arme Haut vor der aggressiven Sonne. Und diese Kleider sind natürlich super, wenn am Monatsende das Geld knapp wird und man möchte im Supermarkt Packung Cornflakes, Toastbrot, Toilettenpapier und den Sandwich-Toaster im Angebot unterm Kleid unauffällig mitgehen lassen, ohne dass der Hausdetektiv Verdacht schöpft. Aber ansonsten fällt mir kein einziger Vorteil ein und nicht jede Frau trägt gerne Zelt. Mein Tipp, am besten eine Variante dieses Kleides tragen, mit der man entweder ein bisschen Haut zeigt an einer Stelle oder ein bisschen Figur. Also zum Beispiel ein weites Kleid, das tailliert ist oder ein kurzes weites Kleid, mit dem man Bein zeigt oder ein langes weites Kleid, das einen Schlitz hat, wodurch man ein bisschen was vom Bein sieht. Ja, oder einfach ein weites Kleid, das aber obenrum etwas enger ist. So macht man den Trend mit und hat trotzdem ein angenehm luftiges Kleid im Sommer. Ja, so wird im Kleid der Zeltcharakter genommen, sieht aber trotzdem modern aus und man hat ein lockeres, luftiges Kleid für heiße Tage. Also Nummer 3, Plateausandalen. Die Schuhe werden dieses Jahr nicht nur nach oben dicker, sondern auch nach unten. Der Plateau-Trend der 90er Jahre ist zurück und ich muss sofort an Tic-Tac-Toe in ihren Buffalo-Schuhen denken und an ihre netten, freundlichen Liedtexte, leck mich am A, leck mich am B, leck mich am C und was hatten die nicht alles? Ich finde dich SCH. Also diese Plateau-Sandalen sind halt nicht so mein Ding. Aber es gibt gemäßigte Varianten, die ich richtig toll finde, wie zum Beispiel die hier. Die erinnern halt an Trekking-Sandalen, die wir Deutschen ja schon immer schätzen, sind halt ultra bequem, lassen Luft an die Füße. Ja, und mit diesem kleinen Plateau bemerkt man beim Wandern oder durch die Stadt latschen. Weder Stock noch Stein. Was will man mehr im Sommer, oder? Nummer 4, Muttis Strickjacke. Diese Strickjacken, so im Preppy-Style à la Chanel, sind sehr angesagt. Dieses Jahr gibt es von vielen Labels. Ja, und an den Models mit dem entsprechenden Outfit sehen sie auch sehr cool aus. Aber an uns Normalo-Frauen wirken sie halt schnell ein bisschen Mutti-mäßig. Es sei denn, man kombiniert dazu dicke Sandalen,
weite Hose und Crop Top und trägt das Ganze mit drei Augenzwinkern. Und diese Cardigans haben eine etwas unglückliche Länge, die an den meisten Frauen nicht so gut aussieht. Vor allem, wenn man etwas breitere Hüften, ein bisschen mehr Oberschenkel hat. Die Jacke endet so an dieser breiten Stelle. Der Blick wird dahin gezogen und dadurch wirken die Hüften noch breiter. Ja, und es ist halt auch so eine vernünftige Länge, die die Nieren schön wärmt. Mein Tipp, lieber zu Long Cardigans greifen, sind zeitlos und stehen den meisten Frauen. Egal ob Birnenfigur, also ein bisschen mehr an den Oberschenkeln, denn der Saum endet unterm Knie, also weit unter der Problemzone. Auch Frauen mit Y-Figur, also breiten Schultern, schmalen Beinen, denn das Ganze wirkt schön streckend, der Oberkörper wird gestreckt und der Saum endet da, wo man den Blick vielleicht hinlenken will. Also als Frau mit Y-Figur sollte man unbedingt auch Bein zeigen, entweder mit engen Hosen oder Shorts und so. Durch diesen Saum wird der Blick in diese Richtung gelenkt. Auch kleine Frauen können diese Long Cardigans super tragen, denn diese lange, schmale Silhouette wirkt leicht streckend. Was auch super ist für kleine Frauen oder auch Frauen mit X-Figur, also schmaler Taille und Schultern und Hüften etwas breiter, sind verkürzte Oversized Cardigans, die die Taille ein wenig betonen. Das Bein wirkt länger, dadurch, dass der Cardigan hier aufhört an der Taille. Und die sehen halt auch modern und lässig aus. Und als Frau mit Birnenfigur, also eher breiten Hüften, kann man zu so einem verkürzten Oversize Cardigan eine dieser neuen weiten Hosen oder Jeans tragen, die dann einfach die Oberschenkel umspielen. Sieht auch toll aus. Ein Tipp zu diesen weiten Hosen, den ich in den letzten Videos vergessen habe. Achtet darauf, dass die Hose hinten am Po schön knackig und eng sitzt und erst darunter weit ausläuft. Also wenn die schon hier oben so rumschlabbert, dann wirkt diese Hose schnell unförmig. Aber hier so ein bisschen körperbetont oder umspielend und darunter weit auslaufen, sieht immer deutlich besser aus. Und ist auch wieder ein bisschen zeitloser als diese sackartigen Hosen, die in 2021 angesagt sind. Auch ein großer Trend dieses Jahr sind die Cappies, die man laut Instagram jetzt zu allem kombiniert. Gerne mit Logo drauf und am liebsten zum Oversized Blazer, der mindestens 4 Nummern zu groß ist. Und ich kann die Dinger schon jetzt nicht mehr sehen. Erstens, weil mir Trends, die man bei Instagram im Feed in jedem zweiten Bild sieht, einfach schnell auf die Nerven gehen. Und zweitens, weil man diese Cappies doch den ganzen Tag anlassen muss, denn sie ruinieren jede Frisur darunter. Ich denke halt auch praktisch. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr solche Cappies auch im Alltag tragen würdet. Also ich kann mir vorstellen, so ein Cappy höchstens am Pool oder am Strand zu tragen, also vorerst gar nicht, mangels Gelegenheiten. Ja, aber da sind sie eigentlich ideal, so als sportlicher Schutz vor der Sonne. Jedenfalls würde ich die lieber tragen als die Fischerhüte, die ja auch momentan sehr angesagt sind. Aber das ist eine persönliche Sache. Also, wenn ihr im Sommer schon immer gerne Fischerhüte getragen habt, dann dürft ihr euch dieses Jahr top trendy nennen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von den heute genannten Trends haltet. Hier verlinke ich jetzt noch ein Video dazu, wie man als kleine Frau größer und schlanker wirkt. Und wenn ihr Lust auf noch mehr Modevideos habt, dann klickt das Glöckchen und wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann!